Supermarkt Samstag, heute mit einem Jubiläumskind. Dieses Bier hat dieses Jahr Geburtstag. Welches Bier das ist, vor allen Dingen, warum es hier wieder nochmal auf dem Kanal ist, verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zum heutigen Supermarkt Samstag, der Tag der Woche, der reserviert ist für Biere, die aus einem Supermarktregal auf diesem Planeten entsprungen sind. Und das ist bei meinem heutigen Bier definitiv der Fall. Es geht heute um ja quasi die Mutter aller friesischen Biere, das Jever Pilsner steht auf dem Programm und das nicht ohne Grund, denn die Brauerei feiert heuer 175-jähriges Bestehen und da habe ich mir gedacht, da holen wir den Mottenfifi doch nochmal raus und schauen mal, wie mir jetzt auch nach 2600 und ein paar Bieren hier auf dem Kanal dieses Bier hier definitiv noch schmeckt. Ich bin ein großer Freund von Pilzbieren, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen und gibt da durchaus auch industrielle Vertreter, die mir sehr, sehr gut schmecken und ich finde, das ist durchaus ein Bierstil, der auch quasi in der industriellen Brauerei durchaus auch seine guten Vertreter hat. Das Jever Pilsner ist ein Pilz, das mit 4,9 Volumenprozent Alkohol gebraut ist. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Norm. Alkoholstärke, 11,3 Grad Plato und 40 Bittereinheiten. Da merkt man schon, bei den Nordfriesen, da wird eben ein bisschen mehr gehopft. Jetzt reden wir die ganze Zeit vom Jever-Bier und eigentlich steht da ja ein V. Und die Stadt Jever, aus der die Brauerei kommt, nennt sich oben im Norddeutschen Jever. Also mit eigentlich einem F, also Jever gesprochen. Und der Grund ist einfach, und das ist ein ganz witziges Video, was auch die Brauerei auf ihrer Webseite hat. Man schreibt es Jever und das hieß auch immer Jever. Aber im Rest Deutschlands ist einfach das V wie in Revolver oder Revolution, Privat. Das wird als W ausgesprochen. Dann hat man einfach gesagt, komm, macht, was ihr wollt. Das ist dann so die friesische Gelassenheit. Dann sind wir halt Jever. Seit 175 Jahren braut man dieses Bier. Am 11. November 1848 hat ein König, nämlich Gastwirt Dietrich König, angefangen, dass er Flaschenbier verkauft hat und hat das dann auch relativ bald in diesen grünen Flaschen gemacht. Ich weiß, das ist auch für mich ein Schmerz, aber er hat sich gegen die Konkurrenz von ungefähr 20 anderen Brauereien damit durchgesetzt. Die haben nämlich zum großen Teil in Tonkrügen ausgeschenkt und seit 1870, wie gesagt, gibt es diese grüne Flasche. 1923, nach Ende des Ersten Weltkriegs, wurde die Brauerei dann von der Bavaria St. Pauli Brauerei gekauft. Ihr wisst, das ist so ein Laden, wo dann auch immer mal Astra gebraut worden ist. 1934 hat dann der Braumeister Ernst Böhme angefangen, diesem weichen Wasser aus dem Norden deutlich mehr Hopfen zuzusetzen und hat dann einfach dieses friesisch Herbe so quasi aus der Wiege gehoben. Seit 1975 ist auch das Schloss Jever, das sieht da hier oben auf dem, über dem V, mit auf dem Etikett und das ist auch alles, was ich euch über dieses Bier sagen kann. Vielleicht die Zutaten noch, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe sind drin. Welcher Hopfen? Brunnenwasser, vergessen das einfach mal. Bei solchen Bieren wird dann einfach nicht so die Informationsvielfalt gepflegt. Hier oben noch die Jever Bottle Cap und dann würde ich mal sagen, ab dafür ins Glas. Und da habe ich jetzt ein spezielles Pilzglas. Denn wenn man schon 175 Jahre auf dem Buckel hat, dann darf man zumindest auch mal hier in die richtig schöne Panier rein. So, und das würde ich sagen, ist doch mal ein Pilz, wie es im Buche steht. Klare, ja hell gelb-goldene Farbe, ein kräftiger weißer Schaum obendrauf mit einer mörderguten Kompaktheit. Und ein bisschen Kohlensäure an drin zu sehen. Ansonsten ist das natürlich ein super glanzfeines Bier. In der Nase. Boah, super, super intensives, grasiges Hopfenaroma. Das ist echt wie eine frisch gemähte Wiese. Ansonsten so ein bisschen strohig, getreidig. Aber dieses Grüne, das ist einfach echter Hammer. Helles Malz. Aber ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Schöne Hopfenbittere, die richtig gleich reinknallt. Man sieht es auch im Bier so ein bisschen an. Da ist jetzt nicht so viel, was ich der Hopfenbittere widersetzen kann. Super grasig, schönes, helles Malz trotz alledem. Schöne, florale, blumige Noten. So eine leichte Süße, die so ein bisschen
was von der Bittere vielleicht wegnimmt, aber ja, nicht viel. Milde Süße. Und auch so ein bisschen eine zurückhaltende Würze. Das ist jetzt auch nicht so ein super würziges Bier, aber sie ist da definitiv. Schön. So eine leichte pfeffrige Note kommt damit rein. Und man merkt so, diese anfängliche leichte Süße da. Es wird immer ein bisschen trockener. Die lässt dann irgendwann sagen, ja komm, kann ich eh nichts gegen machen. Gegen diese Hopfenbittere. Und überlässt dem Hopfen dann einfach so, ja komm, mach was du willst. Schöner, schlanker Körper definitiv. Kräftige, spritzige Kohlensäure und eine super glatte Textur. Super erfrischend auch. Also das ist wirklich ein Pilz, wo ich sage, man muss es mögen, dass es tatsächlich so mit so einer gewissen Herbe auch daherkommt. Aber dann ist es wirklich ein echter Klassiker und einfach auch so eine Referenzklasse für nordisch-friesische Pilzbiere. Im Nachtrunk, es wird immer trockener, schöne, bittere, einfach super herb dann auch. Leichte Würze kommt immer noch durch und so eine leichte weißbrotartige Note ist dann im Hintergrund auch noch zu spüren. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, so schlecht ist das nicht. Man kann jetzt über das Bier sagen, was man will, aber das ist schon sehr klar und hat einfach eine eigene Kante mit einem doch relativ heftigen Hopfeneinsatz. Und deshalb gibt es für das Jever, das Pilsener aus dem friesischen Brauhaus zu Jever von ProbierTV, gibt es dafür wohlverdiente 3,5 Punkte für das Jever Pilsener aus Norddeutschland. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Wenn ihr andere Biere habt, die ihr hier auf dem Kanal sehen wollt, schreibt das gerne unter das Video und vor allen Dingen löst da unten jetzt ein Abo. Dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Bierverkostung. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.